Hallo und willkommen zu einem neuen Video der Kinderspielzeugtruhe mit einem Orbis Fußbad und Christian. Das bauen wir heute zusammen auf und probieren das mal aus. Das habe ich beim Einkaufen entdeckt. Ihr seht auch schon, das ist nicht mehr so richtig original verpackt. Ich habe das auch vorhin schon mal kurz aufgehabt, umgeguckt, dass alles drin ist. Wir gucken aber gleich zusammen rein. Da kann man natürlich einmal hier so die Füße reinstecken und sich ein bisschen verwöhnen lassen. Oder man kann das Ganze hier wie so als Tischspringbrunnen verwenden, dass die Orbis Perlen hier einfach so runterkullern. Oder hier unten, das ist eben die Variante für die Füße, aber die Hände kann man da ja bestimmt auch einstecken, das können wir mal machen. Dann muss ich euch nicht meine Füße zeigen. Ansonsten ist ja eigentlich nicht viel mehr drauf, das ist halt hier eigentlich in Französisch verpackt, aber das ist ja kein Problem. Wir wollen das Ganze ja nicht lesen, sondern wir wollen es ausprobieren. Und dafür schauen wir jetzt direkt mal rein. Dann machen wir den Karton zusammen mal auf, einmal hier aufklappen und dann können wir das Ganze hier rausziehen. So, ein Teil steckt, glaube ich, noch drin. Genau, das ist hier irgendwie der Rahmen. Da müssen wir gleich mal beim Zusammenbauen gucken, wo das hinkommt. Das hier ist auf jeden Fall das Förderband, wo die Orbis-Perlen hier reinrutschen. Und dann wird das Ganze, wahrscheinlich andersrum, irgendwie so hochgehoben über den Rand. Das probieren wir aber gleich auch mal aus. Da ist hier hinten ein Fach drin für Batterien. Habe ich schon welche reingetan. Müssen dann gleich noch die Abdeckung draufschrauben und dann kann es hier losgehen. Dann ist natürlich noch ein bisschen Papierkram dabei, da werde ich gleich mal reinschauen, das ist ja für euch nicht so interessant. Das hier sind wahrscheinlich die beiden Schalen, damit, wenn man das Ganze so als Tischspringbrunnen hinstellt, die nicht direkt komplett runterpurzeln, sondern das so nach und nach geht. Das hier weiß ich noch nicht genau, was das ist, das kommt vielleicht auch irgendwo innen dran, wo diese Schalen dann vielleicht reingestellt werden oder so. Schauen wir gleich mal. Das hier ist auf jeden Fall das Verteilding, wo die Perlen dann runterrieseln auf die Füße, wenn man das so benutzen möchte. Und dann sind hier sogar noch zwei große Säcke mit schon fertigen Orbis-Perlen drin. Die können wir dann gleich direkt einfüllen und das Ganze zusammen ausprobieren. Also ich stecke das Ganze mal zusammen und dann sehen wir uns gleich beim Entspannungsvergnügen. So, ich habe unser kleines Spar hier zusammengesteckt. Die Wanne ist natürlich hier unten. Hier haben wir an der Seite so einen Seitenschutz. Und der große Motor, der wurde hier reingesteckt. Ich habe zwei Batterien reingemacht. Das habt ihr wahrscheinlich gerade eben schon gesehen. Hier ist der An-Ausschalter. Und den können wir auch direkt mal betätigen. Und ihr seht schon, das Rad hier hinten dreht sich. Das wird gleich unsere Perlen hochtragen. Und dann können die hier oben dann rausfallen. Also hier oben werden sie schön gesammelt. Und dann sind hier zwei Eimer drin. Die kann man auch einfach hier ein- und aushängen. Die werden wahrscheinlich dann jetzt gleich volllaufen. Und dann purzelt das wahrscheinlich wieder zurück ins Becken. Wir machen jetzt mal die erste Packung von den Orbis-Perlen herein. Laut der Anleitung soll da auch eine Packung reichen. Die kippen wir einfach mal hier rein. Ui, das sieht schon mal richtig schön aus. Also ich glaube, ihr könnt das auch sogar schon ganz gut sehen. Also richtig viele coolen Perlen. Da sind auch echt nur wenige kaputt gegangen. Das hatten wir schon ein bisschen länger hier liegen. Da hätte ich mir schon vorstellen können, dass hier schon ein bisschen was kaputt geht. Mein erster Testdurchgang ist gerade eben vollkommen in die Hose gegangen. Ich habe mich sehr, sehr nass gemacht. Deswegen habe ich es jetzt nochmal neu aufgebaut. Und wir probieren es jetzt nochmal zusammen aus. Unten sind, wie gesagt, die Orbis-Perlen drin. Eine von den beiden Packungen, die zweite, seht ihr, haben wir hier noch nebendran. Vielleicht können wir mit der mal noch irgendein Experiment machen. Vielleicht können wir das Ding ja auch hier noch irgendwie ein bisschen umbauen. Jetzt probieren wir es aber erstmal aus. Ich schalte den Motor mal an. Und da kommen auch schon die ersten oben direkt. Also ihr seht, die werden hier unten in das Rad eingeladen und purzeln hier oben dann wieder raus. Und die erste Schale füllt sich schon. Ein bisschen hier rumwedeln, damit der Motor auch was zum Hochtragen hat. Und es wird schon ein bisschen anstrengender und es kommen ganz, ganz viele schon oben an. Wir machen die Schalen jetzt mal noch raus und dann gucken wir mal noch, ob das Ganze angenehm ist, wenn das dann so richtig auf die Hände oder auf die Füße planscht. So, dazu einmal die Schale hier oben rausziehen. Die können wir ausleeren. Können wir hier nebendran hin. Die andere Schale auch raus. Jetzt ist hier Platz für viele Füße. Oder für meine Hände. Und dann will ich das jetzt noch mal testen, ob das schön angenehm ist. Oh ja. Vielleicht kennt ihr das Gefühl, wenn ihr im Schwimmbad seid und ihr steht unter so einer Säule, wo so ganz viel Wasser rauskommt. Oder wenn aus der Dusche ganz große, dicke Tropfen rauskommen. So fühlt sich das auf jeden Fall an. Richtig schön entspannt. Das Einzige, was nicht so entspannt ist, ist die Lautstärke von dem Motor. Aber ansonsten wirklich sehr, sehr cool. Ich kann dann noch hier einfach mal ein paar sammeln, die ein bisschen zwischen den Händen reiben. Fast ein bisschen wie Urlaub am Meer. Also das gefällt mir echt richtig gut. So, ich habe die Schalen nochmal beide reingemacht. Die lassen wir jetzt nochmal in Zeitraffer vorlaufen.
So, jetzt sind beide Schalen echt richtig voll und ihr seht schon, selbst mit einer von den beiden Packungen kann man echt mega viel Spaß mit haben. Mir hat es mega viel Spaß gemacht, war es glaube ich unser erstes Orbeez-Experiment auch. Wenn ihr noch Lust habt, mehr Sachen zu sehen, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare und gebt natürlich wie immer einen Daumen hoch. Ansonsten danke fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Bis zur nächsten Folge, euer Christian. Tschüss.